So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Und weil jetzt schon Oktober ist, darf natürlich auch der Kürbis nicht fehlen, den ich, der leuchtet, ne, sieht man gar nicht. Den stelle ich wieder hinter mich ins Regal. Dann sieht man den nicht, weil mein Kopf davor ist. Genial. Jetzt aber nicht lang schnacken. Wir starten mit dem Video, mit den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier bei der Shenaya, denn wir sind Glücksfreunde geworden. Wir waren so glücklich, dass wir kurz danach wieder glücklich geworden sind. Aber das seht ihr gleich, denn es gab noch andere Glücksfreunde. Borki, Glücksfreund. Sakyan, Glücksfreund. Nee, aber das war der Exkavator. Ich poste jeden Tag meinen täglichen Raid-Pass in die Raid-Gruppe bei Telegram. Link in der Beschreibung. Oh mein Gott. Und da hat er mitgemacht und aus der Fan-Raid-Einladung von mir ein Shiny Sakyan bekommen. Sakyan Raids für Zuschauer am Wochenende, am Sonntag, konnte ich ja leider nicht machen, weil seit Freitag das Internet ausgefallen war. Mittlerweile ist das behoben. Chill mit Ramses am Montag ist ausgefallen, aber ist behoben. Das heißt, Zuschauer-Raids sind ausgefallen, aber in der Raid-Gruppe hatte man ja trotzdem die Möglichkeit, jeden Tag bei meinem Raid, den ich mache, mitzumachen und sich einladen zu lassen. Immer meistens so ab 17 Uhr rum ungefähr. Und da hat er mitgemacht, da hat er das Shiny bekommen. Pokehunter, Glücksfreund, Fusinator, Glücksfreund, Shenaya schon wieder, Glücksfreund, Baumenten, Glücksfreund. Und das ist ja das, was ich gemeint habe mit diesem komischen Coin-Ticket. Ich hatte letzten Monat das Coin-Ticket, ich habe es jetzt diesen Monat, gestern ein Video rausgehauen, abends direkt das Ticket noch bekommen. Danke dafür, Henry Niki. Denn damit kann man 50 Geschenke öffnen und 150 Geschenke verschicken. Und es hat jeder, wirklich jeder in meiner Liste ein Geschenk. Wer nicht öffnet, ist selber schuld. Wer öffnet, der kriegt auch mal wieder Neues. Und dadurch entstehen in letzter Zeit wieder vermehrt ganz viele Glücksfreunde. Ichitodomo, Glücksfreunde. Dann habe ich eine Goldbox gesehen. Die sah gut aus. Da sind nämlich 99 Raid-Pässe drin für 5.425 Coins. Das sind also ca. 54 Cent für einen Raid-Pass. Und das ist ein super geniales Angebot. Konnte ich mir nicht holen. Ich habe gerade so ca. 1.000 Coins aus den Arenen und von dem Coin-Ticket, die ich ja jetzt sparen muss wegen November, hier Stadtsafari, die Wild-Arena, die Gina-Wild-Arena incoming. Da muss ich noch ein Infovideo aufnehmen. Das seht ihr dann aber, bevor ihr das hier seht. Denn das nehme ich gerade am Mittwoch auf, kommt am Donnerstag. Und das andere nehme ich dann irgendwie am Donnerstag auf und kommt am Mittwoch. Also so müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. Dann Samyang Buldak mit mir selber, auch Glücksfreund geworden. Dann nochmal danke Henry Niki für das Coin-Ticket. Danke an Michi für das Z-Day-Ticket. Ist nämlich jetzt auch am Samstag. Und danke an Karisima für das Gina Wild Arena Ticket. Das finde ich richtig stark. Ich habe mich jetzt auch mal belesen, was das für ein Event ist. Jetzt finde ich, es lohnt sich, da auf jeden Fall wieder nach Gera zu fahren und mit den anderen zusammen eine dicke Raid-Tour zu machen. Dann haben wir Miku hier. Da ich so selten mal was einreiche, wird es mal wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Meine persönlichen Highlights, die Shiny Sakyans und das 100er Miniras. 100er Miniras sieht man hier, ist wahrscheinlich gebrütet, müsste Level 20 sein. Zwei Sakyans, Kleinstein, Raffel, Samurzel, Bonita, alles Shiny am Start. Netghost mit schönen Rahmen drum, ne? Im Team aus dem Rauch erst gar nicht mitbekommen, 100er Zuru-Keks. Dann, wenn der Ramses einlädt, Community Raid, klappt's auch mit dem Shiny oder halt Daily Raid. Sakyan Shiny mitgenommen. Go plus 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 geteilt durch mal Mix minus X Shinies. Auch Bonita Schlurp mitgenommen. Ein Gassi Gang Shiny Flampion noch dabei. Das erste Döner Max 100er mit rotem Rahmen. Das sieht so genial aus. Die roten Tags, das rote Pokémon, der Feuerhintergrund. Dann das Döner Max ist auch rot. Die Bewertung ist auch rot. Alles ist rot. Kaiser Kai habe ich vergessen zu schicken. Habe aus Langeweile ein Krypto-Labras gemacht und sofort das dadurch bekommen. 100er erlöstes Labras. Beide auf Level 50 gezogen, Kyogre und Groudon 4652. Das ist fett. Meine zwei sind jetzt auch auf 50, aber bei mir sind es nur 96er. Reicht. So. Hat mir noch gefehlt, Kaiser Kai, Flampion, Shiny. So langsam kann ich das nicht mehr sehen. Bonita, Shiny, Raid 13 war es soweit. Sakyan. Ich bin jetzt bei Raid Nummer 4 oder 5. Ich mache nur meinen täglichen. Bis jetzt noch nichts. So. Dann Cutter-Account, der kleine, 100er Flunschlick. Nur Affen-Shinies, Flampions, Quartermag. Brauchte ich noch und finde, der sieht auch ziemlich cool aus. Mit dem Kackhaufen auf dem Kopf, genau. Grillmark.
Back-to-Back Shiny Sakyan bei Kaiser Kai, also aus zwei Raids nacheinander direkt bekommen. Go Plus hat es gefangen. 100er Goldini, musste mehrmals hinschauen, ob es Shiny ist oder nicht. Kikugi, das ist natürlich auch eins der, naja, der blinden Shinies. Sakyan Duo ohne Teamplay-Bonus geschafft. Der hatte Feuerzahn, Nahkampf, Giftfee, Kampf, Warenwetter verstärkt. So, 7 Sekunden Restzeit. Das ist natürlich knapp. Endlich ein Nuller Tarnel in Pokémon Go. Das musste Alexander Ahringer sein. Endlich Shiny Sakyan in Pokémon Go. Endlich Shiny Shenlong, Shenlong aus dem 10er Abenteuer Sym-Ai. Endlich Back-to-Back Shiny, nämlich Sakyan aus dem Raid. Und danach das Abenteuerei gebrütet, geschlüpft, zack. Also das müsste eigentlich Schocker der Woche sein. McMaggie, Flampion, Shiny, dann Monozyto bekommen, 96er, Krypto erlöst, zu einem 100er. Marco FedEx, 100er, Sakyan, Ben mit der Häkelmütze hier, Memeon, 0%, Flampion, Shiny, Kogowai, 100, Lux, Black Vibercat, ah, so, okay, das Geronimatz oder was auch immer das ist, kriege ich jetzt gar nicht, oder wie? Ist kein Abholbutton da, wirst du wohl nicht kriegen. Verstehen Sie? Vielleicht App löschen und nochmal neu installieren und dann einfach 3 Jahre warten und dann irgendwann kann man es wieder abholen. Ich habe in letzter Zeit auch Probleme gehabt bei irgendwelchen anderen Dingen. Irgendwann ging es dann doch. Sören, erster Raid zur letzten Raidstunde, 100er. Groudon, Renaya, Felino Shiny mitgenommen, ab ins Tierheim hier auf Raider Mittwoch. 200%ige Machomai. Und dann schillernde Macholo, Molimor bei Iskala, Kommandutank, Watermake und Groudon. So, Elke, hallo Ramon. Paula hat in den letzten 5 Wochen nur 100er gefangen. Am Forschungstag das Kommandutan. Das ist doch vollkommen okay. Shiny bei Paula, 7 Robball, 5 Kandoponita, 4 Galaponita, plus einige, die ich schon mehrfach hatte. Onyx, Seemobs, Macholo, plus die hier. Guck mal. Raffel, Pi, Iopis, Flapepe, Galoppa, Bubungus, Quartermac, Kommandutan, Sakyan, dann auf dem Kaisi-Account 100er, Ammonitas und Robball. Den hier durchs Tauschen bekommen, 100% Glücks, Metagross. Shiny bei Kaisi, auch in den letzten 5 Wochen, 6 Robball, 4 Kandoponita, 6 Galaponita, dazu noch Schlurp, Onyx, Viscorder, Flampion, plus diese, die wir vorher noch nicht hatten, Gladiantri, Wolli, Rabautz, Koriogel, Raffel, Sakyan, Fluffeluff, dann sind wir schon bei Nasim. Erster Raid nach Rückkehr von Sakyan durch Fernraid, Sakyan Shiny mitgenommen. Aus dem Dönermax-Raid 100% Raffel Döner mitgenommen. Benjamin hat wieder mal ein Duo gemacht. Metallklaue Nahkampf Sakyan im Duo geschafft. 23 Sekunden Restzeit. Feuerzahn Knuddler war im Duo schon eine größere Herausforderung. 11 Sekunden Restzeit. Guck mal, der andere hat nur 7 Sekunden Restzeit gehabt. Das war knapp. Vielleicht war der auch immer nur schlechter. Da ging es aber auch um die Attacken. Jetzt habe ich die aber nicht mehr im Kopf. Vergleicht mal untereinander, ihr zwei Biester. Cumulus. Shiny Flampion. Nuller Macholo. Shiny Endivie. Shiny Irbis. Shiny Wolli. Shiny Choupé. Und dann Nine. Bubi ist schon in meinem Schädel mit Ramses verknüpft. Die hat nämlich hier ein Geschenk vom Bubikopf. Bubikopf, alles Gute! Aus Rosenheim, Bayern, Deutschland. Das waren die Highlights der Woche. Jetzt kommt noch der Schocker der Woche. Haltet euch aber nicht fest. Es war nicht so extrem krasses dabei, aber eins musste ja der Schocker der Woche sein und der kommt jetzt. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, nicht von Artischatz mit dem schwarzen Gummimund, sondern von iScorpions. Der hat nämlich eine Trade gemacht. Das ist lucky geworden. Bei beiden ist es lucky in 100%. Ob es jetzt ein garantierter Glückstausch war, kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Wer tauscht den Evoli im garantierten Glückstausch? Oder ob es halt einfach nur ein Tausch war, random, und das ist dann lucky geworden. Und auf beiden Accounts einfach 100%. Das finde ich cool. Dieser Moment, wenn du da sitzt, du tauschst, denkst, ach, ist lucky geworden. Cool. Du bewertest so das Evoli, denkst, guck mal, ein 100er. Cool. Und dann der andere, dein imaginärer Bruder, der dann sagt, bei mir ist auch 100 Tarnel. Dann freuen die sich total und sind übelst happy und dann legen die ihre Handys nebeneinander, machen ein Bild und sagen, cool.
cool. Weil es ist Doppel-Hando getauscht von Eiskorb und von Jens. So, das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Aus.